Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Drag's Dogma 2. Ich habe jetzt das Problem herausgefunden, ich hätte einfach nur auf Reparieren klicken sollen, was das Spiel betrifft, und schon funktioniert meine Karte. Danke nochmal an die Person für den Tipp. Ja, auf jeden Fall starten wir jetzt in den neuen Part und ich bin gespannt, was uns erwartet. Also viel Spaß, let's go! Und schon sind wir wieder zurück. Also das Erste, was wir jetzt natürlich ausprobieren, ist, ob auch wirklich alles so funktioniert wie gerade eben. Das heißt, ich drücke jetzt Escape und ich bin jetzt in meinem Pause-Menü. Wow, Zeit ist geworden. Und jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier auf Gegenstände klicken, auf die Karte, auf Aufträge, Ausrüstung, Status, Chronik, Fotomodus und System. Jetzt gucken wir doch zuerst mal in die Gegenstände. Ich habe jetzt hier mein Profil und quasi die Profile von meinen Vasallen. Oder Begleitern halt. Und jetzt sehe ich hier, was ich schon alles gesammelt habe. Ich habe Grünlattich, ich habe einen Apfel, Beinrippchen, beziehungsweise Bestienrippchen, meine Laterne und so weiter und so fort. Und mit dem Grünlattich kann ich anscheinend jemanden heilen. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke und auf Geben, dann kann ich jetzt hier meinen Begleiter auswählen, der geheilt werden soll. Und deswegen habe ich jetzt Daniela ausgewählt. Sie hat das jetzt gekriegt. Das hat sich jetzt nicht ganz so viel geändert. Jetzt gucken wir mal, was das andere Zeug so kann. Das hier stellt auch Gesundheit her. Das heißt, das geben wir ihr jetzt auch mal. Jetzt weiß ich nicht, ob irgendwie habe ich so das Gefühl, das bringt nicht so viel. Ein einfacher Apfel, der in der Wildnis weit verbreitet ist, stellt ein wenig Gesundheit wieder her. Naja. Ach so, wie viele geben? Einen. Ja. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, auf Kombinieren zu klicken. Kombinieren von Materialien. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder eine dir bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien zuerst dem Inventar des Erweckten oder dem des Vasallen entnommen werden sollen. Okidoki. Ich kann also jetzt quasi hier mit einem Apfel und dem Grünlattich einen Arzneitrank machen. Wie viele kombinieren? Eins. Arzneitrank hergestellt. Wo ist mein Arzneitrank denn jetzt? Hier sehe ich jetzt auf jeden Fall die Rezepte, was ich alles craften kann. Aha, ich kann also Arzneitränke mit verschiedenen Kombinationen machen. Das ist natürlich cool. So, und ich habe jetzt natürlich nichts mehr. Gut, dann gehen wir zurück. Und hier ist auch der Arzneitrank jetzt im Inventar. Und, ups, das wollte ich nicht. Und wenn ich jetzt den hier Daniela gebe... Ach so, ich habe es ihr, glaube ich, nur... Ja, ja, jetzt verstehe ich. Ich habe ihr das nur ins Inventar gegeben. Ich muss es ihr natürlich... Kann ich nicht sagen, dass sie es essen soll? Benutzen. Nee, Daniela. Ich möchte zu Daniela. Und wenn ich jetzt hier hinklicke... Geben. Nee, also irgendwie... Haut es nicht so hin. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Na, dann gucken wir mal, was wir noch so im Inventar haben. Bergmannshemd, das ist, glaube ich, das, was wir anhaben, und Arbeiterhosen. Kann ich jetzt nicht von denen hier mir irgendwas klauen? Hier, Kettenhemd des Jägers. Sierwall des Reisenden, weiche Pelerine. Entfernen. Wenn die Ausrüstung dieses Vasallen geändert wird, werden die zuvor ausgerüsteten Gegenstände an den Meister des Vasallen zurückgegeben und alle neu ausgerüsteten Gegenstände werden dem Meister des Vasallen geschenkt, wenn der Vasall entfernt wird. Fortfahren. Bin ich jetzt der Meister? Keine Ahnung. Na egal, lassen wir mal. Genau, wir haben hier auf jeden Fall dann auch noch in dieser Leiste ganz viele unterschiedliche Buttons quasi, einmal mit Heilmittel, mit Utensilien, Materialien, Wertvolles, Waffen, Kopfschutz, die ganze Rüstung, Ringe und so weiter. Das haben wir hier auf jeden Fall auch noch. Und wir können natürlich auch, wie ihr schon gesehen habt, in das Inventar der anderen gucken, was die hier alles so haben. So, gucken wir mal auf die Karte.
Also das ist jetzt, glaube ich, soweit ich das verstehe, die aktuelle Karte. Wir sind natürlich hier dort, wo der Pfeil ist. Und wenn ich jetzt mit Rechtsklick mache auf die Taste, auf die Maus, dann sehe ich eine etwas größere Karte. Hier ist der Außenposten der Grenzwache. Da waren wir ja das letzte Mal. Sind dann hier runtergedüst und sind ja jetzt in Melf. So, das hier ist alles Meer. Was ist hier? Ausgrabungsstätte. Ja, es sieht auf jeden Fall ziemlich groß aus, die Karte, wenn man sich das hier mal so anschaut. Und ich habe jetzt erst so ein Pipi da erkundet. Na gut. Aufträge. Genau, hier haben wir das, was wir eben schon angenommen haben. Und jetzt müssen wir mit Lennart sprechen im Gasthaus, glaube ich. Das heißt, wir gehen jetzt mal hierher zurück und schauen mal, wo das Gasthaus ist. Ich schätze mal, wir müssen jetzt hier hinter. Und dort, oh, wollt ihr in die Offizien? Ich stehe euch wohl im Weg, bitte entschuldigt vielmals. Oh nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ihr müsst euch wegen mir keine Sorgen machen. Ich bin eine Drogistin in Ausbildung, wisst ihr? Meine Familie betreibt einen kleinen Laden in Wernwort. Ich hörte von einem Medikament, das es nur in diesem Dorf geben soll. Also kam ich her, um uns davon etwas zu besorgen. Ich bin den ganzen Weg alleine gereist. Aber nun ja, wie das Glück ebenso spielt. Ich habe nicht genügend Gold für das Medikament. Es wäre wirklich schade, mit leeren Händen zurückkehren zu müssen, nachdem ich den ganzen Weg hierher gekommen bin. Aber was soll ich sonst tun? Sollen wir jetzt vertrauen oder nicht? Geben wir Fremden Geld oder nicht? Tja, gute Frage. Was würdet ihr machen? Sind wir gut oder sind wir böse? Wir sind böse. Anscheinend kann ich mich nur auf den Heimweg machen. Vielleicht sehe ich mir vorher noch ein wenig die Läden hier an, um eine Kleinigkeit zu finden, die ich mitnehmen kann. Ja, dann tu das doch. Ach Quatsch, muss ich hier rein? Kann ich da einfach reindüsen? Ja. Wo sind wir denn jetzt? Haus von Lennart. Hier kann ich irgendwas mitnehmen. Oh, 300 G. Aber ich muss, glaube ich, ein Haus weiter. Wieder zurück, oder wie? Hier rein. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nee, hier kann ich mich hinsetzen. Seid gegrüßt. Ihr seid diejenige, die Ulrikas Leben gerettet hat, nicht wahr? Sie hat mir alles darüber erzählt. Ihr habt da etwas sehr Mutiges getan. Ich stehe in eurer Schuld. Ulrika ist wie eine Tochter für mich. Hier, betrachtet das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Nun sagt mir, seid ihr bei einer Gilde registriert? Vielleicht wisst ihr das bereits, doch eine Gilde ermöglicht euch Zugang zu spezialisiertem Training, welches sich als sehr nützlich erweist, wenn ihr eine Laufbahn einschlagt. Nun, so geht das aber nicht. Ihr müsst bloß mit dem Wirt reden, um euch zu registrieren. Macht ruhig, es wird nur einen Augenblick dauern. Falls es etwas gibt, das ihr über Laufbahnen wissen möchtet, kann ich euch vielleicht beraten. Also hier kann ich jetzt quasi die Laufbahn, die ich vorher ausgewählt habe, in der Charaktererstellung noch erfragen. Logischerweise ist dies eine Laufbahn für jene, die den Bogen meistern wollen. Eine ausnehmend nützliche Fernkampfwaffe. Aber auf nahe Distanz ist ein Bogen kaum nützlicher als ein Gehstock. Ja, das Geheimnis des erfolgreichen Bogenschützen ist, Distanz zwischen sich und seine Feinde zu wahren. Also gut, es gibt ohnehin keine falsche Wahl. Es liegt ganz bei euch, welche Laufbahn ihr einschlagt. Doch ich werde eure Zeit nicht noch mehr beanspruchen. Gehabt euch wohl. Die Meisterlehre. Die Meisterlehre ist die mächtigste Fertigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinem Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenen realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist. Okay. Und jetzt bin ich Stufe 4. Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es hier auch sowas, dass ich irgendwas vergeben kann? Also irgendwelche Charakterwerte oder so? Oder ist das hier in dem Spiel nicht der Fall? Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen oder so?
Wenn ich jetzt den hier mal anquassel, hier im Gasthaus bieten wir auch Laufbahnänderungen an. Ich habe so wenig Gäste, wisst ihr, dass ich beide Rollen übernehmen kann. Aber genug von mir. Braucht ihr etwas? Rasten. Lager verwalten, Laufbahngilde reden. Was ist denn Lager verwalten? Einlagern, entnehmen, kombinieren. Ach, ich kann bei dem auch einlagern. Okay, das ist gut zu wissen. Das brauche ich aber nicht. Rasten. Muss ich jetzt bei ihm rasten? Nein, ich will nicht bei ihm rasten. Wir klicken mal auf Abbrechen. Stets ein Vergnügen. So, gut, die Vasallen stehen hier drin. Hier seid ihr also gewesen. Kommt mit mir zum Eingang des Dorfes. Der Wachleiter wartet auf euch. Sprich mit Gregor. Muss ich jetzt dem hinterherdüsen oder was? Ich mach's jetzt einfach mal. Ah ja, stimmt. Hier standen wir ja auch, als der Drache kam. Jetzt weiß ich's wieder. Wohin geht er? Seid gegrüßt. Falls ihr einen Augenblick Zeit habt, würde ich gern mit euch sprechen. Hallo, Leonard. Wir haben vorher schon mit dir geredet. Wie ihr seht, sind wir beim Wiederaufbau. Eine Aufgabe, für die man jederzeit zusätzliche Helfer gebrauchen kann. Was meint ihr? Würdet ihr uns zur Hand gehen? Okay. Hervorragend. Ihr seid in Ordnung. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Es geht um Folgendes. Eine Gruppe von Echsen hat vor dem Dorf ein Nest gebaut. Sie waren bisher zwar friedlich, aber die Dörfler werden aufgrund ihrer Nähe langsam unruhig. Ich würde gern eure Hilfe anwerben, um sie zu vertreiben. Ich habe einige Bombenfässer vorbereitet und sie am Dorfeingang abgestellt. Benutzt sie, um die Echsen in die Flucht zu schlagen. Okay, das kann ich machen, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit immer quasseln oder lesen. Ich will ja auch mal ein bisschen was sehen hier. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt mal hier einfach die Stadt, was hier so geht, man irgendwas hier noch findet oder auch nicht. Da kann man einfach reinlatschen. Hier ist aber nichts. Schauen wir mal in das Haus rein. Nee, hier ist auch nichts. Genau, und da oben waren wir schon. Gucken wir hier rein, das ist glaube ich... Ah, hier ist eine Kiste, guckt. Wegpuder, was auch immer Wegpuder ist. Und da sind auch noch diese Ausrufezeichen. Ach, ich sag doch Ausrufezeichen. Ich habe im letzten Part Fragezeichen gesagt. Das war natürlich falsch. Ah, hier können wir üben. Okay. Was liegt hier? Explosionspfeil nehmen wir doch mit. Kann ich die hier auch rausnehmen? Nee. Cool. Kann man sich hier auch mal Waffen mitnehmen? Sieht jetzt nicht so aus. So, was haben wir denn hier? Okay. Wer ist das? Well. Nun, ihr solltet euch in eurem jetzigen Zustand nicht überanstrengen. Diese Verbrennungen hätten euch leicht töten können. Es wird dauern, bis ihr vollständig genesen seid. Ah, und er hat hier aus der Kiste was rausgeholt. Vielen Dank. Merci. Gehen wir mal hoch. Hier ist ein Feuer und ein Bett. Sehr cool. Und hier steht was. Arzneitrank. Leute, die gehen einem schon ein bisschen im Weg um, oder? Gucken wir mal hier hin. Da habe ich nämlich auch so ein Ausrufezeichen. Die Drachenwehr. Was geht denn hier?
Muss ich hochlaufen, oder? Ja, oh Gott, ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter. Ah, doch, es geht noch weiter hoch. Jetzt gucken wir erstmal hier raus. Hier ist aber nichts. Mein Gott, ich hoffe, die springen nicht wieder hinterher, wenn ich falle. Das war ja so bescheuert. Was wird sich in der Schatztruhe dort wohl verbergen? Ich muss es wissen. Nicht in jeder Truhe befindet sich auch ein Schatz, wie du weißt. Wo ist denn die Truhe? Oh mein Gott, ich habe Angst, dass ich runterfalle, Leute. Wo ist die Truhe? Ich sehe keine Truhe. Oder ich bin einfach blind. Lass mich mal da runter. Hier ist eine Leiter. Wo geht die denn hin? Gehst du runter, please? Ah, sie kommen auch mit der Leiter runter. Sehr schön. Runter. Nein, rauf. Hier ist eine Kiste. Herr der Blitze, Pfad des Winters, dreschende Glut, Grünlattich. Was haben wir denn da jetzt alles? Gegenstände. Ein Grimoire, dessen Lektüre Zauber wirkt, wenn Leser der Magie nicht mächtig sind. Wirkt den Feuerzauber, großer Salamander. Ja, was mache ich denn damit? Das ist ein Eiszauber und das hier Blitzzauber. Kupfererz, Bestienhaut. Ja, cool. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ich damit machen kann, dann wäre mir auf jeden Fall schon geholfen. So, ich habe gerade gesehen, wenn man P drückt, dann ist man im Pausemenü. Ach so, ja, das ist ja das. Okay. Also kann ich auch das drücken statt Escape. Alles klar. Sollen wir uns mal diese Drachen anschauen? Oder diese Viecher, wo wir hingehen sollen. Ups. Springt mir ja nicht hinterher. Schade, dass man hier nicht fliegen kann, wie in den Shrouded. Das wäre cool. Ach so, kommen wir jetzt hier gar nicht mehr. Können wir da irgendwie durch? Ja, das geht. Also, dann schauen wir doch nochmal auf die Karte. Drachenwehr, Haus von Ulrika, da waren wir ja eben gerade. Runes Offizien, Haus von Lennart, da waren wir auch. Hier ist das Gasthaus, da können wir pennen. Und hier ist der Riftstein. Sag mir doch bitte nochmal, was ich mit dem genau machen kann. Irgendwie verplant mich das. Und das hier, da müssen wir, glaube ich, jetzt lang. Okay. Dann schauen wir jetzt mal da lang, würde ich sagen. Was uns da erwartet. So, einmal hier hin. Und hier runter, oder wie? Ja. Ach genau, ja, von da sind wir ja auch gekommen. Wir können ja mal ein bisschen schneller laufen. Ah, ihr seid zurückgekehrt und das zu einem guten Zeitpunkt. Ich habe Fragen an euch. Zuallererst, werdet ihr mich zur Hauptstadt begleiten? Hab Dank, seid ihr bereit zum Aufbruch oder benötigt ihr etwas Zeit, um euch vorzubereiten? Ich brauche Zeit. Also gut, sprecht mit mir, sobald ihr eure Vorbereitungen abgeschlossen habt. Mach ich. Ja, wo sind denn jetzt nochmal diese Viecher? Da unten. Okay, alles gut. Oh, ich stelle mich gern wilden Gegnern und ziehe den Nervenkitzel des Kampfes dem Sammeln von Gegenständen vor. Nein, ich möchte dich nicht anheuern. Vielen Dank. Sehr nett. Sag mal hallo, Schatz. So, also weiter da. Kurze Katzenunterbrechung. Und dann kommen wir hier jetzt runter? Ja.
Also hier sollen wir ja quasi jetzt irgendwas kaputt machen. Ich geh mir doch aus dem Weg. Ih, die spucken ja mit irgendwas. Schwächungen. Schwächungen sind negative Status mit Effekten, wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffen. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen beschränkt, sondern können auch Feinden zugefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächung zu Rate, um mehr Informationen über ihre Effekte zu erhalten. Okay. Muss ich aufpassen, sonst habe ich schon wieder keine Ausdauer. Sagen wir mal los. Die Laken. Sei vorsichtig am Rande des Wassers. Die Laken lauern in tiefen Gewässern, Flüssen, Seen und dem Meer und verschlingen augenblicklich alles und jeden, der in ihre Mitte wartet. Falls dieses Schicksal den Erweckten ereilt, wird er sofort wiederbelebt, doch er ist die Ausnahme. Vasallen sind verloren und andere Lebewesen finden einen sofortigen, nassen Tod. Also ist quasi jetzt einer von denen rein. Kann ich mit irgendwas meine Ausdauer wieder aufladen? Versuche mal irgendwie auf den Kopf zu zielen. Aber jetzt habe ich schon wieder keine Ausdauer. Oh, ich werde ja von denen Ausdauer geheilt. Das ist geil. Ja, rein mit ihm. Cool. Und da wird er aufgefressen. Und Loki hat Stufe 4. Nice. So. Kann ich da? Oh, das war knapp. Ich habe eine Echsenschuppe. Okay, dann haben wir ja quasi die Aufgabe jetzt hier auch erledigt. Müssen wir dann jetzt mit dem wieder quasseln? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal in die Aufträge. Ein Nest voller Probleme. Erzähle Lennart, wie es dir bei dem Vorhaben, die Echsen mit Bombenfässern zu zerstreuen, ergangen ist. Okay. Also wieder einmal zurück zu Lennart quasi. Düsen wir mal. Achso, ja, stecke die Waffe weg mit X. Kein Problem. Oh Gott, wie sie läuft. Danke. Dann beeilt euch, wir müssen bald aufbrechen. Ich brauche Zeit. Also gut, sprecht mit mir, bla bla bla. Ja, ich weiß doch. Ich hab dich nicht vergessen. Ah, ja. Nun, zumindest einige der Bestien scheinen ja ins Wanken geraten zu sein. Werft einen Giftbehälter in ihr Nest, um ihnen den Rest zu geben. Mit ein wenig Glück werden die Echsen bemerken, dass sie sich einen gefährlichen Ort ausgesucht haben und halten sich in Zukunft vom Dorf fern. Aber bitte seid vorsichtig, dass Gift nicht in den Fluss gelangt. Die Dorfbewohner nutzen dieses Wasser jeden Tag. Ihr dürft euer Ziel keinesfalls verfehlen, versteht ihr uns? Gut, ihr findet die Giftbehälter vor dem Dorf. Werft einen davon in das Nest der Echsen und eure Arbeit ist getan. Ja gut, Leute, ich würde aber sagen, dann beende ich den Part auch an dieser Stelle und wir machen das mit den Echsen dann im nächsten Part. Jetzt, da ich ja auf alles zugreifen kann, ist es auf jeden Fall schon ein bisschen chilliger geworden. Nach wie vor ist es aber viel, was man irgendwie zu erkunden und zu verstehen hat. Ich hoffe, ich blicke da irgendwann durch und ihr denkt euch nicht, oh mein Gott, die Alte ist total bescheuert. Aber naja, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Ostern und einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao, ciao.